Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben in den letzten Folgen echt eine ganze Menge Eisen gesammelt und werden damit jetzt auch sehr wahrscheinlich weitermachen. Wir können gleich mal gucken, wie viel wir überhaupt haben. Und dann werden wir definitiv uns mal noch ein Meter Gesundheitsregeneration in der anderen Basis zusammenbasteln. Er kommt zwar mit dem Bronzeschild an sich ganz gut zurecht, aber besser geht natürlich immer. Was haben wir hier? Wir haben hier vier Eisen mittlerweile. Aber wir haben uns ja auch schon einen Helm und eine Schuppenrüstung gemacht. Und ich weiß gar nicht, wie es hier drüben aussieht. Ist ja noch was drin am Brutzeln? Nö, ist alles durch. Kohle ist auch noch ein bisschen drin. Haben wir noch welche einstecken? Leider nein. Sonst hätten wir die gleich mal reingebastelt. Haben wir ja doch schon wieder ganz schön viel aufgebraucht hier. Wir haben hier unten noch zwei Eisenschrott, die können wir mal noch eben brutzeln lassen. Dann packen wir das komische Auge noch schnell weg. Reparieren nochmal alles durch. Und dann machen wir uns gleich wieder auf den Weg. Beziehungsweise wir machen uns erstmal auf den Weg in die alte Basis. Und gucken mal, was dieser komische Met da alles gekostet hat. Es wird auf jeden Fall Zeit, dass ich mal wieder Surtlingkerne sammle. Vielleicht mache ich das auch mit euch nochmal in einer der nächsten Folgen. Dass wir uns hier drüben auch mal noch einen Kohlenmeiler. Dass wir uns den mal noch basteln können. Machen erstmal unseren Honig leer. Irgendwie ist das mit da oben so ein bisschen doof. Aber es geht. Schweinis geht's auch gut. Wir haben wohl gar nicht nochmal neu angepflanzt. Und das Ding hier drüben wollten wir noch weiterbauen, da hat dann aber wieder Holz gefehlt, wie es halt immer so ist. Das sieht halt auch noch sehr, sehr mickrig aus hier drüben, das müssen wir definitiv alles mal noch umbauen, aber ihr habt es ja schon gemerkt, aktuell hat irgendwie die neue Basis ein bisschen mehr Priorität. Die ist halt einfach an einem schöneren Standort. Deswegen will ich die erstmal ein bisschen verfeinern. So, was brauchen wir? Metenmischung gesund. Löwenzahn, Himbeeren, Blaubeeren, Honig. Müssten wir alles haben? Löwenzahn, Himbeeren, Blaubeeren, Honig. Ich habe mir natürlich nicht gemerkt, wie viel von allen. Drei Blaubeeren werden definitiv nicht reichen. Wir haben zwar genügend Honig. Lasst uns nochmal gucken, wie viel es jetzt von allem war. Löwenzahn habe ich definitiv auch noch irgendwo liegen. Fünf Blaubeeren, wir haben natürlich drei. Wie sollte es anders sein? Zehn Himbeeren, die haben wir bestimmt in der neuen Basis. Und Löwenzahn. Löwenzahn habe ich, glaube ich, mit in die Samen gepackt. Richtig, also eins hiervon. Dann, was machen wir jetzt am dümmsten? Ich würde sagen, wir machen uns vielleicht doch direkt mal auf in den dunklen Wald. Dann können wir nämlich einerseits noch Blaubeeren sammeln und auch nochmal Dungeons besuchen, dass wir wieder an Sörtlingkerne kommen. Das wäre schon prinzipiell ganz cool. Ich würde mal kurz die Kiste hier nutzen und einfach das reinhauen, was wir dann alles benötigen. An sich wäre es gar nicht so verkehrt, sich eine extra Kiste zu machen. Wo man halt einfach schon mal immer zwischensammelt. Wenn man auf irgendwas drauf spart, sagen wir es mal so. Wir haben natürlich so absolut gar nichts gerade im Magen. 11 Minuten noch ausgeruht. Ja, könnte besser sein, aber ist okay. Müssen wir jetzt nicht extra nochmal Zeit verschwenden. Dann machen wir uns auf in den dunklen Wald. Wir werden bestimmt ein paar Blaubeerchen finden. Und dann hoffentlich auch noch ein Dungeon. Ich weiß gar nicht, habe mir noch welche markiert. Dann können wir doch direkt hinlaufen. Also eigentlich haben wir echt viel Glück gehabt mit der ersten Basis, dass die so nah am dunklen Wald ist. Ich habe gelesen, dass sehr, sehr viele halt den Fehler gemacht haben. Woher will man es natürlich auch wissen, wenn man das mit dem Spiel anfängt. Dass halt jeder sich irgendwo eine Basis hinbaut und dann merkt, scheiße, der dunkle Wald ist extremst weit weg. Und das macht natürlich die ganze Sammlerei von Kupfer, Zinn und generell so Items, die man nur im dunklen Wald bekommt, um einiges schwieriger. Aber wir haben hier eigentlich relativ viel Glück gehabt, ne? Ich meine, wir laufen hier ein paar Meter rüber. Hier ist zu Hause, hier ist der dunkle Wald. Und die zweite Basis ist am Sumpfgebiet und an den Bergen. Also haben wir eigentlich alles ganz gut abgedeckt. Noch eine. Gar nicht gesehen. Jetzt zwei. Ja. Alles klar. So, Dungeon müsste gleich hier vorne kommen.
Sag mal, was ist denn hier heute los? Ein nixiger Tag. Und die schöne Musik hört auf und es wird wieder eine düstere Stimmung. Mal gucken, können wir hier einfach rein? Sind ja noch ein paar Skelette, die vorher gucken. Sieht eigentlich ganz gut aus, also wir müssen ja jetzt mit unserem Bronzeschild. Ist ein Baum drin gewachsen, das ist natürlich auch cool. Ja, wir müssten ja eigentlich mit unserem Bronzeschild hier easy peasy durchkommen. Dürfte ja mittlerweile gar kein Problem mehr sein, vor allem auch mit der Ausdauer. Sag ich doch. So, da haben wir den ersten Kern. Cool. Wir kloppen einfach rein. Ich glaube, mit Blocken ist nicht so viel. Die kommen sowieso ins Taumeln, auch wenn wir nur normal zuhauen. Wenn ich überlege, wie vorsichtig ich hier am Anfang durchgelaufen bin. Ich meine, die Dungeons im dunklen Wald waren noch nie das große Problem, aber... Wenn man es jetzt mal mit denen aus den Sümpfen vergleicht, ist das ja wirklich Kindergarten hier. So, oh geil, 3 Kerne. Das Spiel ist mit mir und Rubine gibt es auch noch. Oder Bernstein war es, Entschuldigung. Sah wie aus wie ein Rubin, weil es so ein bisschen rötlich geleuchtet hat, aber war anscheinend nur die Reflexion der Kerne. Und zack, haben wir schon wieder 4 Stück zusammen, ne? So schnell kann es gehen. Vielleicht kommen ja sogar noch ein paar. Und dann können wir uns endlich in der neuen Basis auch mal einen Kohlenmeiler bauen. Cool, die haben Schilder an der Wand hängen. Ich glaube, Schwerter hatten wir bisher mal gesehen, aber Schilde nicht. Oder vielleicht täusche ich mich auch. Ich hoffe immer noch so sehr drauf, dass es beim dunklen Händler hoffentlich irgendwie einen größeren Rucksack oder irgendwas gibt, weil ihr seht, wir sind 3 Minuten unterwegs. Es ist schon wieder alles voll. Ich meine, ich schleppe auch jedes Mal die ganzen Werkzeuge mit, aber wer hat denn auch Lust, jedes Mal, wenn er irgendwo hingeht, erstmal alles rauszuwerfen, dann wieder abzuholen, wenn er es braucht. Und ich meine, wir brauchen Schwert, wir brauchen Schild, wir brauchen Bogen, wir brauchen die Hacke, falls man mal irgendwie ein Erz findet. Das ist halt, das will man eigentlich schon so standardmäßig im Inventar haben. Ui, wo kommst du denn her? Au. Bleibt er hier so ganz brav stehen, ne? Dann ein bisschen den Überraschungsmoment auszunutzen. Hier ist auch nichts weiter. Ich glaube, das war's schon fast mit dem Dungeon. Ich habe wieder keine Fackeln dabei, aber ihr wisst, wie es ist. Ich finde die Fackel einfach so mega unpraktisch. Ah nein, hier hinten geht's noch weiter, okay. Ja, ihr könnt alle draufschlagen, das ist mir eigentlich sowas von egal. Einerseits hat man dadurch die Hand belegt, was Mist ist, andererseits ist die Fackel halt, ich weiß nicht, ob es jetzt nur bei mir irgendwie an den Einstellungen oder am Monitor liegt, aber ist halt teilweise so hell, dass ich persönlich weniger dadurch sehe, weil die den ganzen mittleren Bereich vom Bildschirm einfach viel zu überblendet. Ich glaube, wir sind durch. Da liegt noch ein gelber Pilz. Dann haben wir auf jeden Fall genügend Kerne. Also 5 Stück brauchen wir, glaube ich, für den Kohlenmeiler. Und wenn ich mich nicht täusche, müssten wir auch noch 2 oder so haben. Dann haut das hin. Dann können wir hier den Dungeon einmal rausnehmen. Und jetzt brauchen wir noch Blaubeeren. Dann gucken wir gleich mal. Wir müssten in die Richtung nach Hause. Und hier sind wir auch angelaufen gekommen. Ist das Zinn? Ah, wenn wir es schon mal vor uns haben, müssen wir es natürlich auch mitnehmen. Jetzt gucken wir bloß noch, dass wir ein paar Blaubeerchen finden. Und dann machen wir uns wieder nach Hause, dann können wir den Met brauen und den Kohlenmeiler basteln. Und dann können wir mit dem Met, obwohl der wird ein bisschen brauchen, vielleicht gehen wir erstmal auch ohne Met. Oder nein, ich glaube, wir gehen dann nochmal in den dunklen Wald, gucken mal nach weiteren Dungeons. Weil eigentlich wäre es auch ganz cool, noch ein paar mehr Portale zu haben, hier auch direkt in den dunklen Wald rein. Dann müssen wir noch weniger laufen. Ich
hatte es ja schon mal so mit dem Erzabbau, dass ich mir eins gebaut habe, dass ich zumindest mal einen Weg, wenn ich keine Erze einstecken habe, teleportieren kann. Aber dann musste man halt jedes Mal bei den Portalen in der ersten und zweiten Basis die Kennung ändern. Und dann kann man halt nicht mehr untereinander zwischen den Basen reisen, weil halt immer eine mit dem im dunklen Wald verbunden ist. Weil man ja immer nur zwei miteinander koppeln kann und das ist halt auch nicht die Lösung. Das heißt, früher oder später hat man trotzdem immer einen Weg, den man gehen muss, weil das Portal halt einfach nicht connected ist. Wenn wir uns zwei bauen, na eigentlich sogar drei in jeder Basis eins und hier im dunklen Wald noch irgendwie was Schönes, dass wir uns hier wirklich fix her teleportieren können und einfach ein bisschen auf die Suche gehen, wäre das doch ziemlich praktisch. So, wir brauchen unbedingt Blaubeeren. Ich finde keine Blaubeeren. Warum auch immer. Eigentlich gibt's die zuhauf. Aber das Spiel kann halt auch nicht immer auf unserer Seite sein. Wo laufen wir denn lang? Wir laufen hier schon wieder. Wir sind schon wieder im Grasland. Kein Wunder, dass ich keine Blaubeeren finde. Aber zumindest ein ganz paar Himbeeren. Ich habe welche übersehen, Entschuldigung. Ich muss wieder weiter hier rüber. Wir können auch generell eigentlich mal wieder ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Wir haben so wenig erst von der Welt entdeckt, das ist eigentlich ziemlich bitter für, keine Ahnung, 60 Folgen oder so. Ich glaube, über 60 sind wir sogar schon. Aber ich will halt auch nichts überstürzen und ich fange halt tausend Sachen gleichzeitig an und mache überall mal ein bisschen weiter, dass wir hier auch etwas Abwechslung reinkriegen. So, wir sind komplett aus dem dunklen Wald raus. Der geht hier oben nicht weiter, der geht nur hier unten lang. Es war ein bisschen doof, was ich gerade gemacht habe. Aber dafür gab es Himbeerchens. Und noch mehr, seht ihr? Hat sich alles gelohnt, kein Weg ist umsonst. Haben wir da eine kleine Insel? Ein Wildschwein, was gerne nochmal begrüßt werden möchte. Ich weiß nicht, auf dem Stein steht bestimmt wieder genau dasselbe. Wir haben den wahrscheinlich auch schon 100-mal gelesen. Ja, der Ulf. Der Ulf kotzt mich ganz schön an. Dass er überall seine Steine hier rumstehen lassen muss. Ach ey, wegen zwei Blaubeeren, ne? Wenn wir das nächste Mal hier langlaufen, keine mehr brauchen, dann kommen uns wieder 1 Million entgegen. Ich bin ein bisschen verschnupft, ich hoffe, dass man es nicht ganz so dolle hört. Hab auf jeden Fall nochmal eine ordentliche Ladung Nasenspray reingehauen, bevor es losgeht, aber das hält ja meistens auch nicht lange an. Ja, dann holen wir uns noch ein bisschen Zinn. Was sagt denn das Inventar? Also gewichtstechnisch passt es noch, plus neue Items wird schwierig. Das heißt, für die Blaubeeren müssen wir definitiv wieder was wegschmeißen. Aber er nimmt es gar nicht auf, aber wir haben... Achso, war bloß Stein. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch schon Zinn aufgenommen. So. Das ist bloß Stein, was noch rumliegt, das passt. Aber es ist doch auch schön, einfach mal wieder ein bisschen durch den dunklen Wald hier durchzustiefeln. Und einfach mal gucken, was kommt. Ist doch auch was Schönes. Noch ein paar Pilze. Ja, die Möwen lasse ich mittlerweile in Ruhe. Also so viel Federn brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich wollte sie doch holen. Aber sie hat gehört, was ich gesagt habe. So. Ach ja, es wird doch mal irgendwo ein paar Blaubeeren geben. Distel kriege ich wahrscheinlich nicht mehr rein, genau. Lassen wir jetzt erstmal, weil ich habe keinen Bock gegen die Krautzwerge zu kämpfen. Kommen wir hier hoch? Ja, schafft er. Muss mal wieder ein bisschen Essen nachwerfen. Was haben wir denn gefunden? 15 Zinn.
Das ist doch auch cool. 15 Zinn, 4 Sortlingkerne und Blaubeeren. Yay. Waren das 2 Stück? Ach Mist. Muss ich doch noch gegen die beiden kämpfen hier. Was werfen wir mal weg? Gute Frage, ne? Feuersteinpfeil auf jeden Fall nicht. Diese Trophäe können wir eigentlich wegschmeißen. Und es gab natürlich nur einmal Blaubeeren. Ach, Mann. Wirklich jetzt ein einziger Busch, der nur eine Blaubeere abwirft? Das Spiel mag uns aktuell sehr. Ich merke das schon. Wir haben eine Truhe noch hier oben. Die lernen wir natürlich, wenn sie nicht abgeschlossen ist. Und für uns fehlt immer noch eine Blaubeere. Mal, war hier hinten was? Sah gerade kurz so aus. Ne, ist bloß ein Stein im Gebüsch. Wir kommen gerade in die kalte Region. Hier haben wir aktuell noch gar nichts zu suchen. Da brauchen wir entweder den Met des Frostwiderstands, heißt er, glaube ich. Oder ich glaube, irgend so eine Wolfsrüstung. Irgendwie sowas. Die hält wohl auch schön warm. Wo sind wir denn mittlerweile langgelaufen? Eigentlich sind wir gar nicht so weit entfernt. Blaubeeren, wuhu, wir haben es geschafft. Karottensamen. Ach Mist, was werfen wir mal weg? Wir hauen hier das Fleisch weg. Ja, für Karottensamen ist eigentlich doof. Davon haben wir mehr als genug. Und ich hau auch das Leder noch weg für die Distel, weil die brauchen wir in Zukunft auch. Wir haben noch Kupfer hier ohne Ende. Kann ich mir gleich mal markieren. Hier ist zwar schon markiert, aber ich mache auch hier nochmal. Naja, und dann machen wir uns auf den Weg nach Hause. Die Richtung. Wollen wir wetten, jetzt kommen wir an 3 Blaubeerbüschen vorbei. Hundertprozentig. Anders könnte es gar nicht sein. Ja, ich würde sagen, dann machen wir uns, dann lassen wir das Ding mal fermentieren. Das dauert ja sowieso Ewigkeiten. In der Zeit können wir hier nochmal weiter in den dunklen Wald gehen. Das ist halt die Frage, aber hier kommt ja überall, hier ist Wasser drumherum. Ich glaube, das war es hier dann schon fast mit Insel. Es geht wahrscheinlich hier unten noch ein bisschen weiter. Aber hier kommt überall Wasser. Beziehungsweise geht es hier weiter um Sumpfland, dass das hier alles noch so ein bisschen Gebiet ist. Aber ich glaube fast dann ist größtenteils alles Wasser drumherum und wir müssen uns tatsächlich auch mal aufs Boot schwingen. Hier habe ich doch gesagt. 1, 2, 3. 3 Büsche. Ne? Ich bin ein Hellseher. Ach ja, das war, ist wieder so logisch, ne? Aber ist ja nicht schlimm. Dann haben wir umso mehr. Müssen wir mal gucken. Ich laufe schon wieder komplett verkehrt. So hier. Jetzt hat es wieder mal gespeichert. Du darfst heute weiterleben. Ich meine es gut mit dir. Bitte akzeptiere und toleriere das und sei dankbar. Du auch. Ah, Schamane und Wildschweine. Ich möchte nicht gegen den Schaman kämpfen. Ich habe jetzt bloß mal fix die Wildschweine ausgeschalten. Weil die halt doch ein Stückchen schneller sind und uns dann immer in die Hacken beißen. Na, ich möchte jetzt nicht unbedingt noch so ein Süppchen nachhauen. Wir sind fast zu Hause. Hey, wir haben ja Eiktür aktiv. Mist, habe ich schon wieder komplett vergessen. Ich dachte, wir haben den uralten Skill noch drauf. Hätten wir eigentlich gleich mal nutzen können. Aber jetzt ist auch zu spät. Machen wir dann für den nächsten Weg. Wenn wir uns wieder in den dunklen Wald begeben. Es ist so ruhig hier. Mag das nicht, wenn die Hintergrundmusik nicht läuft. Selbst wenn es die düstere Musik ist, ist mir immer noch lieber als gar nichts. Aber jetzt betreten wir gerade wieder Grasland. Müsste eigentlich gleich die Musik wieder einsetzen. Oder auch nicht.
Naja, 6 Blaubeeren haben wir zusammen. Wir haben 15 Zinn noch gefunden, 4 Sotlingkerne und generell auch Pilze, Himbeeren, Disteln, gelbe Pilze. Also so wirklich alles, was wir für die ganze Brauereigeschichte brauchen. Lohnt sich halt doch immer mal wieder in den dunklen Wald zu stiefeln. Ja, man sieht das alles in einer Folge. Ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Und da war größtenteils Laufweg dabei, wenn wir da mal noch Portale haben. Und hier immer mal hin und her reisen können, geht das alles bestimmt auch noch schneller. Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.